Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon DX. Heute wollen wir einmal die Wunschhöhle erkunden, beziehungsweise ein bisschen, Let's Playen. Will ich euch mal ein bisschen zeigen. Schauen wir mal, was auf uns wartet. Die an den anderen Parts, beziehungsweise die anderen Master Dungeons haben uns ganz schön zugelegt. Schon heftig. Oh, dann bist du aber sehr günstig dabei. Dann hast du jemanden aber übers Ohr gehauen. Weil allen drum und dran zahlst du, glaube ich, für alle. Es gibt, glaube ich, wie viel gibt es denn? Ich glaube, es gibt 35 Amiibos. Da bist du bei. Ich und rechnen. Lass mich kurz Kopf rechnen. Da bist du bei 10 Amiibos, bist du bei knapp 50. Bei zwischen 500 und 600 Euro. Ach, verdammt, wir sind ja nur auf Level 5 wieder. Total vergessen. Haben wir Eiseskälte? Ja, aber eine K.O.-Attacke haben wir. Das fiel Nonto erst auf Level 50 oder 60 leer. Ist klar. Oh, hier geht's weiter. Achso, wenn du zum Beispiel Hashtag Salatkopf eingibst, also, nee, ist ja schon Hashtag, Ausrufezeichen Salatkopf, siehst du, wie viele Salatköpfe du hast. Hast du 1000 Salatköpfe, darfst du dir ein Plüschtier aus der Evoli-Reihe aussuchen. Also das normale Evoli ist jetzt schon weg, ja, das heißt 8 Evoli, oder 8 Plüschtiere aus der Evoli-Reihe gibt es noch. Nachtara und Psyana sind auch, denke ich mal, demnächst weg. Je nachdem, wie viel du im Stream halt dabei bist. Also im Stream gibt es natürlich am meisten Punkte. Und halt im Chat, wenn du dich da halt beteiligst mit so. Ne? Gibt es nicht. Willst du mitkommen, Pi? Das darfst du natürlich. Ich vermute mal, dass es in der Mitte sein wird, oder irgendwo? Die Treppe. Ah, natürlich. Bei der Wunschhöhle müsste es... Ich weiß nicht, ob es Jirachi am Ende ist oder Deoxys. Und Level Up für Pionontor. Ich glaube, ich bereue es, wenn ich wieder außen gucke, oder? Natürlich. Natürlich. Nice, aber hier ist die nächste Treppe, okay. Thank you.
Level up für Sumpex. Und Emilia, okay. Okay, wir werden überwiegend in der Mitte, denke ich mal, schauen. Moin Link, na, alles gut bei dir? Wir sind hier gerade in den Master Dungeons unterwegs. Master Dungeons in Pokémon Mystery Dungeon sind so wie, ja, wie in Zelda Breath of the Wild der Hard Mode. Okay, das freut mich, bei mir ist soweit auch alles so wie. Das zum Thema Hard Mode. Also im Hard Mode, es gibt 99 Ebenen und dein ganzes Level wird auf 5 zurückgesetzt, du darfst keine Items mitnehmen, du fängst von 0 an im Endeffekt. Eigentlich wollte ich das im Stream machen, aber ich werde es alles offscreen machen müssen, so die Tage oder die Wochen, Monate, weiß ich noch nicht. Weil das so heftig ist, also... Ich habe halt andere Projekte, die halt vorankommen müssen, ne? Habe ich wenigstens einen. Ah, okay, also. Ah, okay, Items darf ich anscheinend mitnehmen. Okay. Okay, in diesem Dungeon darf ich anscheinend Items mitnehmen, aber du wirst halt auf Level 5 zurückgesetzt anscheinend. Level up für Fionnontor. Wir setzen keine Beleber ein. Thank you.
Ah ne, die Belebersamen will ich mir aufheben. Also vor Screen. Salatkopf. Salatkopf. Ich glaube ohne Ö. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Also Avian hatte ich das schon erzählt und Leon. Und zwar hatte ich aus Versehen die Punkte gelöscht. Und dafür, du warst ungefähr bei 200 oder 300. Ich habe dir einfach 300 gegeben, ne? Damit du Bescheid weißt. Nicht, dass du jetzt wunderst, dass du jetzt irgendwie mehr hast. Ne? Rettern möchte sich anschließen. Ja, gerne. Einfach mal random, ohne dass ich es einsetzen wollte, eine Mini-Beleber. Okay. Schöne U8. Gott. Blödes Volterball. Ich werde von so einem Volterball einfach mal random. Ja, also Arbok habe ich schon. Und Rettern fehlt mir halt noch, ne? Also hier kannst du wirklich alle Pokémon bekommen, ohne zu tauschen müssen oder so. Aber es ist halt sau schwer, ne? Und das muss ich dann halt viel offscreen machen. Das ist dann auch. Das ist dann auch erstmal der. Der letzte Part von Pokémon Mystery Dungeon. Natürlich wird es irgendwann noch einen in den nächsten Wochen geben. Aber wie gesagt, das dauert. Mein 70 Parts. 72? Das ist jetzt der 72. Part, ist schon heftig. Hatte ich nicht doch einen Apfel oder so? Doch, da hier. Dann werde ich nämlich nachher noch Half-Life Alyx let's playen und gucken, dass ich auch weit komme. Über die letzten 10 Parts musste ich ja. Über die letzten. Ja, sagen wir mal, die letzten 4-5 Parts musste ich in die Tonne treten, weil der Ton total in die Hose gegangen ist. Ja.
gönnen wir uns mal einen Top-Elixier hier. Und jetzt mitkommen, Stolli, darfst du gerne. Also Stolli haben wir zum Beispiel auch, Stolrak und Stollers haben wir auch schon. Bestimmt im letzten Raum ist die Treppe wieder. Wette ich mit, oder? Ja, natürlich. Ah, Gott. Du willst mit? Komm, Torgepi, natürlich. Alter, 5 Voltoballs. Voltoball ist eigentlich nicht stark, aber Voltoball one-hittet mich meistens mit dem Walzer. Also, das ist lächerlich, aber... eventuell noch für Orbs, was ich einsetzen kann. Nix. Na ja, klar. Kann auch sein, dass sie Finale drauf haben, aber... glaube ich nicht. Wenn, haben die Walzer drauf. Die sind halt alle so 5, Level 5 bis 8. Armes Pi. Vielleicht haben wir eine Beere für unseren, ja. Nee, warte. Für Retter. Haben wir noch nicht mal. Wenn ein Pokémon eine Erkenntnis bekommt, hat es normalerweise eine Mega-Entwicklung. Ja, natürlich bin ich vergiftet. Mitkommen, Stolli, darfst du natürlich gerne. Alles klar, cool. Ja, das ist nice gemacht. Das heißt, wenn ich im Master Dungeon mal selbst meine Pokémon verliere, kann ich sie nachträglich, auch wenn ich eine andere Ebene habe, noch wiederbeleben. Okay, das war sonst vorher nicht der Fall. Ja, cool. Das freut mich. Was haben wir hier für einen Ort? Heilkraftor.
Level Up für Fionnontor. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Bis dann.